glaube, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind, dass wir die Aggressivität und die Kompaktheit, die wir uns vor dem Spiel gewünscht haben, dass wir die an den Tag legen, was uns gestern nicht ganz so gut gelungen ist, ist uns, glaube ich, heute in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. In der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen gesehen, dass ein bisschen die Körner nachgelassen haben und ja, dann haben wir ein bisschen Probleme gekriegt, leichte technische Fehler, Abspielfehler. Damit haben wir sie natürlich ein bisschen mehr ins Boot geholt, aber ich glaube, insgesamt war es ein guter letzter Test, also im Trainingslager. Man sieht natürlich gerade im letzten Drittel, was da für Qualität herrscht. Das haben sie immer mal wieder aufblitzen lassen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Unterschied, wie sauber, wie technisch versiert sie spielen. Da springt der Ball ganz, ganz selten. Ja, das hat schon einen Grund, warum sie da spielen, wo sie spielen. Die erste Trainingswoche, jetzt klar nicht in Spanien, war noch mal ein bisschen auf dem läuferischen Aspekt. Jetzt im Trainingslager sind wir mehr so in die Taktik reingegangen. Auch, dass wir einfach die Kompaktheit wiederherstellen. Wir haben in der Hinrunde eindeutig zu viel Gegentore bekommen. Das haben wir analysiert, daran wollten wir arbeiten. Das haben wir getan. Wir hatten hier hervorragende Bedingungen. Und ich glaube, wir haben die Woche sehr, sehr gut genutzt.